crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go 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 crazy, berserker.
Geht das noch? Hallo? Wunderschönen guten Abend. Grüße euch, herzlich willkommen zu EGCM Weekend Series, Freunde. Habt ihr natürlich gestern live mitbekommen, da im Hintergrund. Wir haben jetzt aktuell, zumindest probieren wir es in der Konstellation, 4 Splits parallel nebeneinander. Jetzt hier im Split A-Bereich wird jetzt aktuell im Hintergrund, wir haben da so 1, 2, 3 Themen, das werde ich auch gleich erzählen hier, The Rookie. Weswegen es da heute Abend auch keine Facecam geben wird. Aber dazu gleich mehr. Also erstmal wunderschönen Abend hier zu EGTM Weekend Series. Herzlich willkommen. Grüße gehen raus. Schön, dass du da bist. In dem Fall, dass ihr da seid. Loyalty Chris mit am Start. Game Teddy mit dabei. Agent Simpson. Wunderbar. Schön, euch zu sehen. Wunderschönen guten Abend. Genau. Im Hintergrund gibt es jetzt gerade aktuell eine neue Lobby im Bereich der Lobby A. Lobby B aktuell ist am Laufen, soweit ich mitbekommen habe, von CT-Meister. CT-Meister wird uns da auch zugeschaltet sein, wenn alles natürlich funktioniert. Ihr kennt momentan die gegebene Situation rund um den Bereich der PSN-Server bzw. auch Sony direkt. Insofern, wir müssen es einfach probieren. Und auch da ist die Organisation natürlich permanent dabei, um einfach den Rennbetrieb weiter am Leben zu halten. Es gibt natürlich die Ausweichoption, keine Frage. Aber wenn wir es nicht probieren, können wir nicht sagen, es hätte funktionieren können. Silvia, wunderschönen Abend. Herzlich willkommen, meine liebe Grüße. Split A Host wird geändert zu Pili Pasco. Oh, sehr schön. Vollen Ping-Ausschlag. Das sieht schon mal gut aus. Ja, und wie gesagt, werden wir mal gucken. Wir haben eine kleine Tragik am heutigen Abend, die das Thema leider Gottes etwas überschattet. Und zwar haben wir es gestern auch schon gehabt. Wir werden es natürlich heute auch in dieser Form durchziehen. CFC, wunderschönen Abend, Grüße. Wir haben einen Todesfall, den wir leider, ja, ich sag mal, schmerzlich verarbeiten müssen. Er ist ein Kollege vom Team DRP, ein Fahrerkollege gewesen, und deswegen wird auch jetzt im Nachgang den kompletten Abend da die Soundgeschichte aus sein. Die Musik wird natürlich ausgeschaltet gleich, das machen wir, sobald da im Hintergrund die Lobby steht. Und dann gibt es auch den einen oder anderen momentan noch von meiner Seite aus zu dem Problem, beziehungsweise zu dem Thema mit rund um den Todesfall, weil ich natürlich euch auch da im ersten Moment erklären muss, warum die Fahrzeuge alle in schwarzer Trauerflor-Lackierung unterwegs sind, und das werden wir natürlich auch gemeinsam wuppen, das Thema. Das kriegen wir auch hin, aber es ist tragisch genug, weil es auch eine Signalisierung ist für die generelle Community, wie intensiv der Verbund einfach da ist zwischen dem Motorsport, dem virtuellen Sinne, dem Hobby vielleicht im ersten Moment seitens der Fahrer, der Teams natürlich auch, und dem richtigen Leben. Deswegen werden wir da, ja, das Beileid gebe ich weiter, Shadowstorm, vielen Dank dafür, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, wunderschönen guten Abend, Lou hier, der Kollege namens Vetter Mertlein auch mit dabei. Grüße, schön, dass ihr da seid. Und da ist natürlich auch die Anteilnahme seitens der gemeinsamen, wirklich der kompletten Liga so dermaßen groß. Also mir persönlich haut es da jedes Mal, ich haut es da aus den Latschen raus. Hockeyfighter, herzlich willkommen, vielen Dank für den Follower. Das war, ganz blöd ausgedrückt, einfach den Kampf verloren gegen Covid-19. Und das in einem Alter von lediglich 19 Jahren ist schon ziemlich, ziemlich bitter. Also der Klassiker zum aktuellen Zeitpunkt in der aktuellen Situation, und das ist halt wirklich sehr, 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 sehr tragisch. Deswegen ziehe ich meinen Hut auch vor den Teams, vor den Fahrern, dass alle Teams, alle, wirklich alle gesagt haben, sie fahren im schwarzen Tower Floor. Gibt keine Ausnahme, brutal. Also ich kriege jetzt gerade wirklich Gänsehaut, immer noch. Obwohl mir das gestern schon zugetragen worden ist, deswegen, ja. Ja, danke Simpson. Wunderschönen guten Abend, Playstube, Grüße. So, dann machen wir die Musik aus. Brauchen wir aktuell nicht. So. Ja. Wie gesagt, Facecam gibt's. Unfall ist, glaube ich, das falsche Wort. Corona ist ja ein Begriff, und Corona, den Kampf gegen Corona halt leider Gottes verloren. Deswegen, also Unfall ist vielleicht die falsche Definition.
Richtig, Agent. Genau, das trifft es auf den Punkt. Das ist der Zusammenhalt. Alles gut, werden wir ausrichten, Hockeyfighter. Vielen Dank dafür. Das ist halt dieser Zusammenhalt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, definitiv nicht. Und deswegen, ich persönlich ziehe da meinen Hut. Ich kann nur meinen größten Stolz dazu ausrichten, dass es einfach doch so verwachsen ist, dieses Thema. Weil hier sitzen im Bereich der EGTM sitzen hier gefühlt, weiß ich nicht, gefühlte 140 Fahrer im Hintergrund durch alle vier Ligen. Dann natürlich auch noch den Betrieb unter der Woche mit der sogenannten Driver Series. Okay, ich glaube, jetzt passt es. Also da ist schon einiges an Manpower im Hintergrund. Insofern, ja. Absolut heftig. Ja. Rex Search, wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob ich dich schon genannt habe. Aber schön, dich zu sehen. Ja. Das sieht gut aus. So, jetzt treten sie alle bei. Wir machen den Wechsel. Wir gehen in die Lobby hinein. Wie gesagt, die Sounds sind heute am Abend komplett deaktiviert. Außer natürlich die Motoren-Sounds. Der restliche Bereich ist komplett am heutigen Abend aufgrund der Situation. Ihr seht es hier. Uccio Diamandi ist der Kollege, der da leider von uns gehen musste. Pidi Pasco hier im Aston Martin V12. Es gibt auch gleich ein gesondertes Prozedere, möchte ich mal dazu sagen, im Bereich dieser ersten Warm-Up-Runde. Auf MeinGo von Minkel die Information. Auf MeinGo fährt Import Freak raus aus der Boxengasse. Wir fahren langsam hinterher. Es gibt eine klassische Trauerrunde, in der wir auch dementsprechend dann mal kurz innehalten, sobald die Fahrzeuge allesamt auf der Strecke sich befinden, aus der Boxengasse hinausgefahren sind. Halten diese Runde mal kurz inne, um dem Uccio da den Tribut zu zollen, was das betrifft. Und dann, ja, gehen wir in das Quali hinein. Wecke ist Kyoto, Yamagiwa und Miyabi am heutigen Abend, weil wir gestern Abend doch massive Probleme hatten. Ihr seht, Safety Car fährt raus, Import Freak ist der Pilot hier vom Safety Car. Und ich mache jetzt mal kurz das Mikrofon aus. Also.
So, ja, ich danke euch auf jeden Fall für die Anteilnahme. Ihr habt es gesehen, also auch ich bin hier gefühlt mit den Tränen so ein bisschen am Kämpfen, ehrlich gesagt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass einfach der Cousin von Uzio, der mein Grafiker ist. Also das heißt, auch mich trifft es da im ersten Moment indirekt auch etwas härter, was das Thema betrifft. Und natürlich auch in der Form, wie ich es gestern Abend auch erwähnt habe, mein aufrichtigstes Beileid, da ganz viel Kraft und viel Durchhaltevermögen, um die notwendige Kraft aufzubringen, um dieses Thema zu überstehen. 19 Jahre, machen wir uns nichts vor, ist definitiv kein Alter, in dem du hier aus dem Leben abtreten solltest, das definitiv nicht. Also ja, ich habe noch ein Bild für euch, wo wir auch nochmal ganz kurz in Gedenken da rangehen können. Uccio Diamandi, wie gesagt, ein Fahrer, Kollege gewesen im Rahmen der EGTM Weekend Series oder allgemein der EGTM an den Start gegangen. Und ja, Ruhe in Frieden, mein Freund. Bedingung war ziemlich, ziemlich heftig. Gut, ihr seht's, Qualifying ist gestartet. Ihr kennt das im Rahmen der EGTM Weekend Series. Jetzt hier Split A. Wir haben gesehen, der eine Kollege ist leider Gottes raus aus der Lobby gefallen von den Kameras her passt. Wir gucken mal, das war auch der Ben gewesen in dem Fall. Ja, wir haben Minkil mit dabei am heutigen Abend. Quali-Session ist gestartet, alias der ehemalige Lobbyleiter, jetzt der PD Pascu, der Lobbyleiter. Bei ihm scheint es zu funktionieren im ersten Moment hier, was die Lobby-Konsistenz betrifft. Wir gucken mal, es kann sein, dass Ben, wenn ihr eine Information habt, bitte an mich raus, weil ich sehe Ben nicht mehr, den MBR-Teamkollegen. Und hier kommt Devil nicht aus der Box. Doch, jetzt klappt's wunderbar. Stand da auf der Bremse. Okay, also, Minkil, Aston Martin V12. Machen wir das ganz kurz aus. Pidi Pascu hier, ebenfalls im Aston Martin V12 am Start. Christoph von DOB im Subaru WRX Midnight Crew. In dem Fall der MP Midnight Crew, der Mike, Aston Martin V12. Pidi da im Aston Martin V12. Somit haben wir erstmal schon die komplette Midnight Crew abgehandelt. CFC, der Storm Falcon Racing and Friends Racing Team Pilot in der Dodge Viper. Tobi von MBR unterwegs im Hyundai Genesis. Dani, der Schweizer, für Deliquente Racers an den Start, gehend hier mit Mercedes AMG GT3. Nafta, der zweite DOB-Pilot im Subaru WRX. Don Lino, der Teamkollege von Dani, dem Schweizer, hier im Mercedes AMG GT3. Race King von SFRC in der Dodge Viper. Fußpilz, ein Fahrer-Neuzugang, was das betrifft. Auch ein sehr, sehr junger Kollege, der Carlos, vielen, vielen Dank für den Follow. Ein sehr, sehr junger Kollege, der auch im richtigen Motorsport beheimatet ist. Er fährt im 318 Ti Cup. BMW ist er unterwegs und so wie ihr es kennt vielleicht von II. Deswegen freut mich da zu sehen, dass der Kollege Fußpilz, cooler Name by the way, aber okay, passt, der Fußpilz hier für die Devils da an den Start geht. Hinten dran sein Teamkollege, in dem Fall der TK vom Team der Devil. Kollegen Volker, vielen, vielen Dank für den Resub, mein Lieber. Willkommen zurück im siebten Monat. Ja, jetzt gucken wir auch kurz auf den Chat. Ex-Driver Repuccio Diamandi. Genau, Mike, Go SFRT, wunderschönen guten Abend, Mike, herzlich willkommen im Team. Volker mit dabei, grüße dich, mein Lieber. Bloody, mein Abo, wie heute ich das ich gelandet habe, zeige. Was? Guck mal. Achso, ja, hat ja funktioniert. Hat jetzt funktioniert, Volker. Hat ja funktioniert. Danke dafür. Importfreak mit dabei. Wunderschönen guten Abend. Sasi, wunderschönen guten Abend. Grüße. Tobi habe ich da auch irgendwo gesehen. Nein, Tobi wird angefeuert, weil Tobi ist am Fahren. Ganz genau. Sid, moinsen. Herzlich willkommen, mein Lieber. Super Geste von allen Sim-Racing-Teams. Großes Dank an alle. Ja, das ist ehrlich gesagt die Selbstverständlichkeit. Bei mir persönlich war es jetzt auch mittlerweile, ich glaube, der sechste oder siebte Todesfall in Summe. Der in dem Thema hier leider Gottes verankert ist. Müller von FKP, moinsen, herzlich willkommen. Grüße gehen raus an FK Motorsport oder FK Performance Motorsport, wie er richtig heißt. Nö, war gut im Portfreak. War vollkommen in Ordnung, hast einen großartigen Job gemacht. Pace hat gestimmt.
Erste Einführungsrunde ist auch seitens der Fahrer schon absolviert worden. Wir sind im Bereich der ersten Hotlap am Start. Minkiel macht da den Anfang. Und dann werden wir auch mit Sicherheit gleich die ersten gesetzten, gezeiteten Runden zu Gesicht bekommen hier auf Kyoto Yamagiwa und Miyabi. Der Streckenkombination. Eine sehr, sehr lange Strecke, auch sehr, sehr flüssig. Technisch auch sehr anspruchsvoll. Speziell natürlich auch die Kombination hier auf dieser Strecke mit den flachen Curbs, die relativ locker zu überfahren ist, gilt aber natürlich auch im Bereich speziell der S's. Diese Curbs sind Sprungschanzen. Speziell auch der Streckenabschnitt, wenn es über den Streckenwechsel hinübergeht. Auch da die Curbs sehr, 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 sehr schwierig zu überfahren. Kompromiss-Setup musste auf jeden Fall her. Das war die oberste Prämisse für die Fahrer, dass sie hier ein Fahrzeug auf die Beine stellen, was es ermöglicht, da den Kompromiss einzugehen. Die erste Rundenzeit ist eine 209,926 von Minkin aufgestellt. Pidi Pasco jetzt sofort hier den Hammer ausgepackt. Einfach mal eine halbe Sekunde. Pidi Dar, das ist der Teamkollege von Pidi Pasco, eine 209,182. Das ist also momentan der Pole-Setup. Pidi Pasco auf 2,094. Christoph auf der 3. Sehr schön, also auch DOB in der Lage, da ordentlich gleich anzugasen. Aus dem Standwerk heraus, aus dem kalten Zustand. 09,856 von Christoph. Minkin auf die 4. Position durchgereicht worden. Danny der Schweizer, eine 211,321 auf der 5. Krass, mit einem Powerslide da über, das sind diese S's bergauf, die ich meinte. Danny auf der 7, jetzt durchgereicht worden, zwei Positionen verloren. Devil, der Devils Pilot TK, in dem Fall eine 210,1 gefahren. Fußpilz, der junge Kollege mit seinem Porsche, auf der 4. Position mit einer 209,892 von ihm. Somit haben wir auf Position 8 Race King eine 211,346. Nafta auf der 9 vom DOB eine 211,413. Da wird aber noch ein bisschen was kommen. Die Subaru VX sind so ein bisschen prädestiniert hier für diese Strecke, wenn sie sauber auf den Punkt geschraubt worden sind vorher. Tobi auf der 10, eine 211,691. Da muss auch noch ein bisschen was gehen. Ihr seht, Tobi hat einen Heckschaden und einen Aufhängungsschaden hinten rechts. CFC, gleiches Thema in grün. Auch hier sehen wir den Heckschaden, den Aufhängungsschaden hinten rechts. 13,1. Eventuell hängt das sogar im Zusammenhang. Don Lino von der Liquente Racers, Position 12. Erstmal hier im Quali. Noch verbleibt 9 Minuten. 2,13,7. MP Midnight Crew war an der Box gewesen, um sich erstmal hier Luft zu verschaffen, womöglich. Hat noch keine bis dato gezeitete Rundenzeit in den Asphalt gebrannt. Wir gucken rüber. Minkiel sollte wieder den Anfang machen. Wo ist er denn? Hier ist er im Bilde. Genau. Minkiel fährt da auch gleich nach diesem letzten Harakiri. Yes. Und schaut mal, hier müsst ihr voll über den Curb hämmern. Natürlich im richtigen Winkel mit der richtigen Geschwindigkeit, um rechts nicht über den Curb drüber zu hämmern, sondern das Thema noch sauber stabilisiert zu halten. So, Jutti, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Pole Golf mit dabei. Guten Abend. Schöne Rennen, die ihr veranstaltet. Das ist natürlich sehr, sehr lobenswert. Danke für das Kompliment. Wir versuchen natürlich unser Bestes. Burgi auch mit dabei. Den habe ich vorhin schon gelesen, Burgi. Hab dich also nicht überlesen. Ist ja jetzt schon spannend. So muss das sein, Burgi. So und nicht anders. Genau. Wie gesagt, wir haben 4 Lobbys aktuell laufen, parallel am Laufen. Wir haben Split A bis hin zu Split Dora am Laufen, sodass auch da natürlich die Kollegen live sind. Deswegen auch der Multilink mal kurz ausgelöst worden von dem Sven in dem Fall. Dort seht ihr den Split B-Bereich bei CT Meister. Und wir werden auf jeden Fall im Nachher mal im Rennen dann das ein oder andere Mal rüber switchen mit der Technik zu CT Meister Live. Zumindest was den Bereich der Audio betrifft. Und mal reinhorchen in den Split B, wie es dann da aktuell läuft. Ja, Pidi da, noch hier der unangefochtene Pole-Setter. Pidi Pasco im ersten Moment keine Verbesserung gehabt. Noch ist aber ein bisschen Zeit, um ordentlich nachzulegen. Und wir sind auf jeden Fall weiterhin gespannt. Wir sind nicht angespannt, wir sind gespannt, was uns die Fahrer präsentieren können, weil es ist Samstagabend, kurz vor 11. Da ist die Anspannung definitiv nicht mehr zu spüren, zumindest nicht bei mir. Christoph auf der 3, Fußpilz auf der 4, 34.000stel war er schneller gewesen wie Minkiel, 36.000stel langsamer wie Christoph. Also wir reden definitiv von dem Bereich des sogenannten Müs. Das kann man auch ratzfatz eben mal in einer Ecke über die Bremse korrigieren, das Thema. Es muss nur umgesetzt werden. TK auf der 6 von Devils, Nafta auf der 7. Hier die Verbesserung um roundabout etwas mehr wie 2 Zehntel. Eine 11,1 ist er gefahren. Danny eine 11,3 noch.
im letzten Umlauf keine Verbesserung. Da geht aber noch was. Race King auf der 9. 11.3 noch. Tobi eine 11.6. Ja, vielleicht jetzt mit der Möglichkeit. Er war in der Box gewesen. Also er hat neues Reifenmaterial sich abgeholt. Ergo ist es im ersten Moment wurscht, wenn er da so relativ dicht hinterm Race King umherfährt. Muss natürlich gucken, dass es dann gleich in der nächsten Runde definitiv passt. Sehr schön. Minky legt nach. Eine 9.5 hat er uns präsentiert. E3 als solches, aber auch genauso Pidi da, der Pole-Setter, legt nochmal eine Schippe drauf. In der Form eine Zehntel hat er gefunden. Eine 209,101. Und jetzt tut Schläge. Jetzt tut Schläge, Freunde. Die Kollegen verbessern sich. Die Pace wird erhöht. Eine 211,143 von Nafta, Position 7. Ergo auch der Schweizer auf Position 8. Was haben die denn mit diesen paar 30.000stel Differenzen? Wahnsinn, ihr seht's. 36.000stel zwischen 8 und 9 jetzt, weil Midnight Crew, MP Midnight Crew, sich auf die 7. Position nach vorne geankert hat mit einer 10.816. Sehr schön. Race King war in der Box. Etwas mehr wie 5 Minuten verbleiben. Wir dürfen schon wieder ganz dezent von der absolut heißen Phase sprechen. Jawohl, King Bronco. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Teufelsfront. Grüße gehen raus. Schön, dass ihr da seid. Bis zum jetzigen Zeitpunkt läuft alles einigermaßen, Teufelsfront. Wir können auf jeden Fall hier wahrscheinlich ein Rennen fahren. Zumindest sieht es im ersten Moment danach aus. Ja, wir haben leider Gottes einen Todesfall, King Bronco, zu verzeichnen. Deswegen sehr, sehr schwierig das Thema, aber auch da sind natürlich dann auch am heutigen Abend durch alle 4 Lobbys, alle Fahrzeuge, alle Teams in Schwarz unterwegs, um die Anteilnahme zu signalisieren, um das Thema einfach, um die notwendige Kraft zu spenden der Familie, weil es einfach ein Fahrerkollege war, der von uns gehen musste. Tragisch genug, aber ein Spiegel dessen, wie groß doch die Anteilnahme da ist. Pidi Pascu muss da auch noch ein bisschen nachlegen. Ah, diese magische 333. Diese 3 Zehntel da, die es zu finden gilt für Pidi Pascu in Richtung seinem Teamkollegen, in Richtung Pidi da. Sind ja die Kollegen von der Midnight Crew. Wenn ich sage Teamkollege, dann ist das im ersten Moment einfach teamübergreifend gemeint. Da gehen beide jetzt in die Box hinein. Minkil angefangen. Pidi Pascu und Pidi da ebenfalls hineingefahren. Holen sich nochmal einen Satz Reifen ab. Jawohl, einen neuen. Uspils konnte da auch etwas nachlegen. Eine 09,645 gefahren in der letzten Runde. Bestätigte da diese Position 4 erstmal. MP Midnight Shoe verbessert sich etwas. Eine Zehntel hat er noch gefunden. Eine 10,7. Bleibt aber bei Position 7 derzeit. CFC war auf der 12 gewesen. Wir gucken, wo ist er? Jetzt auf der 11. Eine 2.11.6 ist er gefahren. Der Storm Falcon Racing Team Pilot in der Dodge Viper. Tobi somit von Position 11 da verdrängt. 6.000stel nach dem ersten Sektor hat der Tobi da im Hyundai Genesis von MBR umsetzen können. 6.000stel reicht natürlich nicht ganz. Ihr seht es, 89.000stel in Summe muss der MBR-Pilot hier auf die beiden Teamkollegen vorne dran von SFRT umsetzen, um da die eine Position nach vorne zu kommen. Der Lino auf der 13, der Delinquente Racer-Pilot im Mercedes AMG. Eine 13.112 derzeit seine schnellste Quali-Zeit. Jetzt aber über eine Sekunde nach dem zweiten Sektor. Schon schneller. 1.1 nach Sektor 3. Jetzt kommt gleich die nächste Sektorschleife. Wir machen uns den Spaß. Wir gehen mal kurz onboard in das Cockpit hinein. Das Mercedes AMG GT3. Pilotiert von Don Lino. Sektorschleife 4 wurde gerade überfahren. Batti, moinsen, grüße dich. Hoffentlich klappt es heute. Ja, Daumen sind natürlich gedrückt, Batti. Grönings, moinsen, wunderschönen Abend. Hi, Bloody Top heute, allen viel Glück. Devils go, go, go. Hackengas, ja, Hackengas definitiv.
1,4 Sekunden roundabouts. Jetzt Don Lino schneller, er ist grün unterwegs. Das heißt, wir haben, wenn er es nicht verzimmert, jetzt das Thema. Es ist gleich Richtung Start und Ziel unterwegs, der Stuhl hier, der Mercedes-AMG. Dann werden wir eine persönliche Verbesserung sehen der Rundenzeit, der Quali-Rundenzeit von Don Lino. Tendenziell geht es in Richtung 11,6. Mal gucken, was er jetzt die letzten paar Meter noch rausholen kann aus dem Eimer. Wird es die 11,6? Es wird sogar die 11,4, Freunde. Position 11 für Don Lino. Ah, und jetzt in dem Moment, weil der Tobi nachlegen konnte. Tobi, eine 2,10,9 gefahren. Wo ist denn der Tobi? Der Tobi ist irgendwo im Bereich der Position 8 unterwegs. Nein, auf der 9. Tobi hier auf Position 9 mit einer 10,938. Letzten 50 Sekunden. Das ist definitiv die letzte Runde. Ah, Pili da weit rausgekommen, hat die Strafe da auch abgebaut. Also die Runde kann er auf jeden Fall knicken. Er muss schauen, das schafft er nicht mehr. Pili da wird also sich da nicht verbessern können. Im ersten Moment muss er es auch nicht. Er muss zwar jetzt hoffen, dass da keiner der Kollegen im Nachgang seine Topzeiten in 209,101 stemmen kann, wuppen kann. Doch es ist im ersten Moment gar nicht so unwahrscheinlich, dass er sich da vielleicht sogar sicher sein könnte. Wir gucken mal bei Pili Pascu. Drei Zehntel! 0,333 Sekunden hat noch Pili da von der Zeit her den Vorsprung auf Pili Pascu. Ein Mühe muss er noch finden, der Pascal. Lila unterwegs. Pili Pascu ist lila unterwegs und das im allerletzten Sektor kurz vor Start und Ziel. 47.000stel, das würde ja reichen für die Pole. Pili da hat keine Möglichkeit mehr, da nachzulegen. Quali ist offiziell schon beendet. Oh, Mikkel! Eine 09,206, aber bei Pili da wird es die 8er. 208,842 für Pili Pascu. Über 2,5 Zehntel hat er Pili da eingeschwenkt. Also Pili Pascu auf der 1 von der Pole, geht's ins Rennen gleich für ihn. Minkiel Dritter. Auch das eine tolle Leistung. Gerade mal 3,5 Zehntel hinterm Pole-Setter. Fußpilz auf der 4. Auch da ist grün gemarkert. Diese aktuell laufende Rundenzeit. MP Midnight Crew im Hintergrund. Eine 2,10,287 gefahren. Wir gucken auf Fußpilz. Der kommt jetzt über die Linie. Ich glaube, wir beschränken uns auf Pilz. Minkiel! Er verdrängt Minkiel von der 3, Freunde. 209,165 für den Kollegen Pilz. Minkiel somit auf P4. Muss er ins Rennen starten. Eine Zehntel, exakt damit eine Zehntel hinten dran ist. TK von Devils. Christoph auf der 6. Position von Dirty Old Bastards. 9,705. Direkt sein Teamkollege. Nebendran stehend. Sorry, dahinter stehend. Versetzt. Nafta mit einer 9,954. Auf der 7, Midnight Crew auf der 8, Race King auf 9, Danny auf 10, Tobi auf der 11. Und dann weiß ich schon nicht mehr. Kriegen wir aber gleich hin. Zum Rennstart. Tobi auf der 11 haben wir gehabt, dann hatten wir Don Lino auf 12 und CFC haben wir auf der 13. Das ist im... Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Ben? Sieht jemand von euch den Ben? Oder bin ich der Einzige, der den Ben nicht sieht? Vielleicht kriegen wir mal intern... Restart Split B. Oh je, das ist schon mal nicht so schön. Wir gucken mal, was jetzt hier gleich im Split A-Bereich passiert. Gucken, dass wir mal eine Kamera kriegen, die vielleicht das Ganze... Ja, das sieht gut... Ah, Frühstart von TK! Habt ihr gesehen? Frühstart von TK. Rest kam aber erstmal gut weg. Ich weiß halt nicht, was mit dem Ben ist. Hinten dran Position 13. Böse am Struggeln, der Tobi. Musste da mal kurz über die Wiese ausweichen. Schauen wir uns nochmal an. Ah, der ist quer gekommen. Der ist quer gekommen und musste den Weg übers Grüne nehmen. Okay, gut gelöst. 27 lange Runden ist das Thema. Pili Pascu von der 1 weg, auch in Führung liegend. So momentan der Stand. Pili da auf der 2. Fußpilz. Pili Pascu macht das gut, macht die Innenseite zu. Fußpilz über die Innenseite, ganz spät auf der Bremse. Durch... Oder Himmel, Sockzement, der ist gerade an beiden vorbei. Kommt der Versuch, vorne dran, von Pili Pascu über die Innenseite. Links rum geht's. Ich spreche zusammen. Pili Pascu kann sich durchsetzen. Brutales Manöver von dem Kollegen Pilz. Jetzt aber wieder, Pilz im Vorteil. Ausgang, Innenseite vorbei.
Nächste Möglichkeit für Pidi Pascu. Links rum geht's. Wieder innen vorbei. An Pilz. Ich musste ganz kurz mal das Fenster zumachen, weil ich glaube, die Eskalation geht schon wieder los, Freunde. Pidi Pascu und Pilz. Pidi da und hinten dran natürlich Minkiel. Alle vier zusammen, die da ordentlich haben. Schaut euch bitte an, was die auf den Bremsen veranstalten. Seid ihr dann verrückt, Kollegen? Und auch TK von Devils da massiv hinten dran im Heckbereich unterwegs. Aktuell von Minkiel vom Österreicher. Der geht ja ab wie Schmitz Katze. Was ist denn mit dem Pilz nicht richtig? Was haben sie denn dem heute Morgen wieder ins Frühstück getan? Oh, über die Innenseite hier. Pidi da möchte da vorbei an Pidi Pascu. Natürlich wird sich da im ersten Moment Luft gelassen, aber schaut euch das bitte mal an. Was haben die denn dem Pilz gegeben? Das ist der Devils-Pilot im Porsche 911 RSR. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich will einen kleinen Moment noch warten. Ich habe natürlich rechtzeitig auf den Knopf da gedrückt. Wir können auch gleich nochmal das Replay einspielen. Lupo Gona, wunderschönen Abend, mein Lieber. Grüße dich. So, Pilz auf der 1, Pidita auf 2, Pidi Pascu auf der 3, Minkin auf der 4, TK auf 5, Christoph auf der 6, Midnight Crew auf der 7, Race King auf der 8, Dani der Schweizer auf 9, 10 ist Nafta von DOB, CFC von SFRT auf der 11, Don Lino auf der 12, Tobi auf der 13, Tobi nicht abreißen lassen, komm, sieh zu, mach Lack auf den Kolben, fahr ran an Don Lino, dann kannst du fighten. Zieht euch nach vorne, Fußpilz, 15-5 die letzte Rundzeit, Angriff über die Innenseite von Pidita, nein, Pidita steckt nochmal zurück, der Porsche noch etwas eleganter da, diese Linie eingefahren, den Sprung richtig schön mit durchgenommen durch die Kurve, aber er muss sich verteidigen. Pidi da macht Anstalten, hier ordentlich anzugasen. Wir gehen uns mal den Spaß machen. Ach, Scheibengleister, das Ding hat schon wieder so hohe Wange, so Helmwange, Sitzkacke Geschichte da. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Also, wir müssen warten. Pidi Pascu, ja, vielleicht machen wir es da. Oder nein, noch besser. Wir gehen bei Minkiel on board. Wir gehen bei Minkiel on board. Ihr seht den 3RD-Zug vorne dran. Pidi Pascu, Pidi da und natürlich auch der Kollege Pilz. Im Außenspiegel oben rechts so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da ist natürlich auch noch der Kollege TK mit angeschlossen an dieses Quartettformat vor ihm fahrend. Dieser Triple-Präsenz von der Midnight Crew, der Aston Martin V12. Angeführt von dem Porsche 911 RSR, eingesetzt von Devils Racing. Oh, Minkiel war da spät auf der Bremse oder anders ausgedrückt. Pidi Pascu war da sehr, sehr früh am Ankern. Minkiel, oh ja, ganz leicht eine mitgegeben, kann man mal machen, es ist ja nur der Minkiel, alles gut. Auch da wird natürlich mit harten Bandagen gefahren, da wird nicht zurückgesteckt im ersten Moment. Möglichkeit im Hintergrund, links im Außenspiegel sehe ich den Porsche von den Scheinwerfern her sehr, sehr groß werden, seitens von TK. Hier für euch im Bilder, der ist nicht wirklich weit weg. Es geht in diese Schikane hier hinein, ein weiteres Mal. Oh, schön zu sehen, wie früh auch Minkiel hochschaltet. Also Minkiel fordert momentan noch nicht 100% die Performance. Kann aber auch sein, dass er sich so ein bisschen im Short-Shifting-Bereich einfach bewegen möchte, um den ein oder anderen Liter Sprit zu sparen. Auch das wäre denkbar. TK auf der 5, Christoph auf der 6, Midnight Crew auf der 7, Race King auf der 8, Dani auf 9, Nafta auf 10, CFC auf 11, Don Lino 12, 1,6 Sekunden hinter Tobi von MBR auf der 13. Wo ist der Ben, Freunde? Thomas, vielleicht kannst du ganz kurz mal gucken oder vielleicht auch Sven. Vielleicht kriegen wir eine Information, wo der Ben ist. Sehen wir einfach nur wir als Streamer den Ben nicht oder ist der wirklich aus der Lobby geflogen? Technisches Problem oder Disconnect oder sowas? Pilz in Führung auf der 1. 13. Vorsprung. Tendenz natürlich etwas variierend. Mal etwas kleiner, mal etwas größer werden. Pidi da macht ordentlich Druck. Hat aber auch seinerseits ordentlich Druck zu erwarten von Pidi Pascu und natürlich auch von Minkiel. Schön, wie TK dranbleiben kann an Minkiel. Auch da ist diese Lücke noch nicht allzu groß. Immer noch Windschatten am Funktionieren nach hinten weg. Richtig, Mike. Deswegen war meine Vermutung, dass der eventuell hier am Fahren ist, wir ihn aber einfach nicht sehen. Und vielleicht bekommen wir die Möglichkeit, dass der ein oder andere Kollege da über die Party oder dergleichen einfach Informationen hat im Hintergrund und uns diese hier live einspielen kann über den Chat. Das wäre natürlich denkbar. Auch Christoph versucht natürlich dran zu bleiben an TK.
und zieht ja auch hier mit Sicherheit den MP Midnight Shooter aktuell hinter sich her. Ich bin gespannt, wann die ersten Kollegen da in die Box einfahren werden. Und ihr seht, die Midnight Crew ist da. Ah ja, Minkin hat aber auch in diesem Moment die Tankanzeige umgesprungen auf rot blinkend. Genauso ist es beim Kollegen Pilz der Fall. Ich denke, dass Pilz hier jetzt abbiegen wird. Ja, macht er auch. Pidi da, bleibt draußen, fährt vorbei. Pidi Pasco fährt vorbei. Minkin muss natürlich auch reinfahren. Auch da ist die Tankanzeige rot blinkend gewesen. Und die anderen Kollegen hinten dran im ersten Moment alle noch in der Lage, eine weitere Runde dran zu hängen, draußen zu bleiben. Angefangen vom Christoph hier. Christoph jetzt auf der 3, MP Midnight Crew auf der 4. Race King draußen geblieben auf der 5. CFC, der weitere SFRC-Pilot, ebenfalls draußen auf der Strecke hier in Runde 4 mit der Dodge Viper auf Position 6. Pilz wieder raus, zurück. Boah, der ist komplett voll geheimert. Bis Donnerstag, der Porsche 911. Da wird auch nicht lang gefackelt. Da sagt man sich frei nach dem Motto, weißt du was, wir machen das Gestühl komplett voll, dann können wir auch lange, lange draußen bleiben im ersten Moment. Minkiel dahinter auf der 8. Position, auch der ist randvoll. TK ebenfalls komplett voll bis Unnersdach. Den voll geeimert, den Porsche, Position 9 von TK. Danny, auch der ist randvoll, Position 10, direkt hinten dran, Nafta von Dirty Old Bastards auf der 11. Position. Und es wird der Angriff kommen, Freunde. Nochmal einen Moment zurückstecken, Moment warten. Nafta geduldet sich mit seinem Subaru WRX. Denke, er fährt, da er nicht zurückschreibt. Okay, dann ist das gut möglich. Danke für die Information, Sven. Das ist dieser erste Streckenwechsel, der Streckenverbundübergang von Yamagiwa auf Miyabi. Oder umgekehrt, ist nicht weiter schlimm. Fakt ist, wir haben den Kombination, den Verbund aus zwei Strecken hier im Rahmen von Kyoto. So, natürlich ist im ersten Moment da vorne jetzt Position 1 und 2 zu P3 eine kleinere Lücke entstanden, weil natürlich sich die Lückenfüller, bildlich gesprochen, die Lückenfüller verabschiedet hatten in die Boxengasse hinein. Das wird jetzt auch gleich wieder bereinigt werden, diese Situation. Wir sind auch gleich wieder nach dieser Rechtskurve der 180 Grad langgezogen auf Start und Ziel unterwegs. Und Pidi da und Pidi Pasco müssen, ob sie wollen oder nicht, jetzt links ankern in Richtung Boxengassen Zufahrt. MP Midnight Crew muss dem ganzen Thema nachahmen. Christoph auch muss auch reinfahren, genauso wie Race King. Schönes Fünfer-Format, was jetzt in die Box fahren muss. Folglich auch hier CFC. Und hier ist Pilz im Bilde. Jetzt bin ich gespannt, was Pidi Pasco und Pidi da im Extremfall machen. Die Piloten werden die Stühle voll machen oder machen sie nicht voll? Wir sind gespannt. Pilz geht erstmal vorbei. Ja, er kommt vorbei an Pidi da und Pidi Pasco und auch Minkil ist vorbei an seinen Teamkollegen. Pidi da, ran voll. TK fightet mit Pidi Pasco. Reicht aber für... Nein, reicht... Alter, zusammen nebeneinander durch die S's, das ist normalerweise ein absolutes Unding. Das funktioniert normalerweise nicht. Außer, es gibt eine Voraussetzung. Beide Fahrer müssen wissen, was sie tun. Wenn beide Fahrer nachgeben und sich etwas Luft lassen, gefühlt 5 km/h Tempo rausnehmen, dann kannst du mit nebeneinander dem Format dieses Bergaufstück, diese S's meistern. Und genau das haben sie getan. Chapeau, habt ihr gut gemacht, Freunde. Habt uns bewiesen, dass ihr Vollblut-Racer seid. Und wisst, was es zu... Oh. Okay, vergesst die erste Wiederholung. Wir gucken uns das nochmal an, weil das ist Racing Pro gewesen, Freunde. Devil versuchte zuzumachen, war aber zu spät beim Liniewechseln und hat dann aber hier mittels Pressing noch versucht, Pidi Pasco da ein bisschen einzubremsen, nur von der Geschwindigkeit, indem er ihm da ganz leicht gleiche Höhe, Fahrzeug, Fahrzeugseite an Fahrzeugseite da Pressure gemacht hat. Schönes Duell, Pidi Pasco, aber der Nutznießer, er kam vorbei und muss sich natürlich jetzt versuchen abzusetzen von TK, respektive nach vorne, den Anschluss nicht abreißen zu lassen, Richtung Pidi da, Richtung seinem Teamkollegen, Richtung dem 3RD-Zug rund um die Spitze aktuell. Freunde, wir sind in Runde 5. Diese ersten Fahrzeuge sind alle noch sowas von dicht zusammen. Frei nach dem Motto, einer macht einen Fehler, der ist komplett hinten am gesamten Ende vom Feld. Frozen, vielen Dank für den Follow. Willkommen an Bord.
TK auf der 5, Race King dahinter auf der 6, Midnight 2 auch unter einer Sekunde dran am 6-Platzierten am Race King, Christoph auf der 8. Position, auch hier zu sehen hinten dran, Nafta, der Teamkollege von Christoph, beides die DOB-Piloten sind noch im Bereich des Windschattens unterwegs zueinander, Nafta hat aber direkt hinten dran, Derek, vielen Dank, thanks for following, welcome to my stream, good evening. Derek, vielen Dank für den Follower. Schön, dich zu sehen, dich an Bord zu haben. Nafta auf der 9, Dani hinten dran auf der 10, der Schweizer im direkten Windschattenformat dran am Subaru WRX hier mit seinem Mercedes AMG. Und auch bei ihm hängt der CFC dermaßen was von dicht im Getriebetunnel. Da darf er definitiv keinerlei Sekundenschwäche zeigen, sonst ist ratzifatzi die Dodge Viper da innenseitig oder außenseitig vorbeigehämmert. Don Lino auf der 12 und auch hier haben wir das Windschattenduell von Tobi, den er gespendet bekommt, den Windschatten, den besagten von Don Lino. Tobi auf der 13. Wir gucken nach vorne. Wo ist Pilz? Pilz ist da vorne 13. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was eine Performance. Runde 6, Freunde, ist am Laufen. Ah. Hat denn der Race King da jetzt gemacht? Race King. Oh! Nein, 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 nein! Motorenschaden! Motorenschaden bei Pili da! Verdammte Axt, was war das denn gerade für ein Sprachfehler? Hier, Pili da auf der 3. Was ist passiert? Ja, Fahrzeug kam ein bisschen in Schlingern, aber Heck ist eingefangen worden. Wieso verlierst du den Stuhl? Lässt da außen rum Pili Pascu vorbei? Nein, nicht die Grasnarbe auf der linken Seite. What the hell? Oh my goodness. Pili da schlägt ein, weil ihm die Grasnarbe mal kurz das Heck auf halb 8 gezogen hat und Motorenschaden ist die Folge. Ich glaub's nicht. Pili da, bitte nicht. Vorteil, natürlich, jetzt für Pilz, für Minkin und für Pili Pascu. Einer ihrer engsten Kollegen hat sich da einfach mal rausgenommen aus dem Battle rund um die Führung, rund um die Spitze. Und es wirft ihn, so wie ich es vorhin prognostiziert hatte, unheimlich weit nach hinten. Ist das ärgerlich. Ich glaube, Frozen, das passiert ja auch, wenn du einen Heckmotor, also den Motor im Heckbereich sitzen hast oder einen Mittelmotor hast. Der Einschlag ist so heftig, du bist an der Stelle sowas von schnell. Da geht, glaube ich, jedes Aggregat flöten. Ist das ärgerlich. Ja, bei denen ist es ein bisschen anders gehandelt, das stimmt. Da kommt es im ersten Moment wirklich drauf an, wo du einschlägst, wie du einschlägst, auch mit in welchem Winkel. Das ist aber hier so ein bisschen anders gemanagt im Hintergrund von der Handhabung her. Und wir sehen auch aktuell, TK hat natürlich jetzt die Mörderaufgabe, dass er die Pace aus dem Alleingang heraus nicht mit Hilfe von Windschatten zufahren muss, diese 1,4 Sekunden, die ihm fehlen, zu Pili Pascu in Richtung P3, weil natürlich jetzt auch Pili da nicht mehr mit dabei ist. Der ist ordentlich weit zurückgefallen. Wir können ja mal gucken, wo er ist. Tobi auf der 12. Tobi ist auch vorbei, weil Pili da an der Box war. Er musste das Aggregat reparieren lassen. Ihr seht, deswegen oben in der Mitte Boxenrunde als solches definiert bei dem Aston Martin V12. Deswegen wird es da ordentlich dauern. Ihr seht auch die Kampfspuren, die jetzt an dem Fahrzeug zu sehen sind. Vorne links ganz massiv an der Frontpartie des Aston Martin V12. 13 Sekunden muss Pili da aufholen in Richtung P12, um dann wieder den Anschluss ans Feld gefunden zu haben. Pilz immer noch in Führung auf der 1. Minkil bleibt dran. Minkil macht Druck. Pili Pascu sollte aufpassen, dass er jetzt nicht abreißen lässt. Ja, ist wieder unterwegs. Momentan reden wir von der schnellsten Rennrundensituation rund um das Thema. 2 Minuten 9,507. Aufgestellt von besagtem hier im Bilde Pili Pascu. Auf der 3 aktuell. 1,8 Sekunden. TK hinten dran auf der 4. Der Devils Pilot im Porsche unterwegs. Da haben wir Devils mal einen Hammer rausgeholt. Ja, es wäre denkbar.
neue schnellste Rennrundenzeit, eine 09,422 von Pidi Pasco in den Asphalt gebrannt. Ja, GT6 und GTS im ersten Moment würde ich behaupten, kann man nicht wirklich vergleichen. Also nicht von den Möglichkeiten, von der Engine her oder vom Fahrverhalten, ja, aber von den Möglichkeiten hier ist es natürlich eine ganz andere Welt, ja. Genau, Grönig, Schubdüse Devils. DK muss sich verteidigen, MP Midnight Crew macht ordentlich Performance hinten dran. Signalisiert hier dem Porsche ganz klar, mein Freund, ich bin, lass mich vorbei, ich bin ein Tick schneller. Aber auch DK natürlich ein Kämpfer. Der winkt nicht auch mal eben einfach jemanden innen durch, das macht man nicht. Frei nach dem Motto, wenn du vorbei möchtest, such dir bitte einen Weg, ohne die Brechstange zu verwenden und alles ist safe. Frozen, das stimmt, das stimmt. PS3 und PS4 auch nicht, ja, das ist korrekt. So. Musste ganz kurz mal was trinken. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel davon mitbekommen. Aber ihr wisst, ich bin auch schon wieder ein Momentchen live. Wie geht's durch? In aller Ruhe. Pilz auf der 1. 0,6 Sekunden Roundabout ist ja vorne. Vor Minkin auf der 2. Pidi Pasco auf der 3. TK auf der 4. Der muss definitiv im ersten Moment absolut seinen Innenspiegel, seinen Rückspiegel im Auge behalten. Midnight Crew. Der Druck, den er von rücklinks bekommt, ist so hoch, dass er definitiv nicht nach vorne sich orientieren kann, sondern er muss sich nach hinten defensiv verteidigen. Midnight Crew auf der 5. Race King auf der 6, Christoph auf der 7, große Lücke zwischen P6 und P7, über 4 Sekunden das Thema aktuell, wobei wir auch schon da schön behauptet, locker easy behauptet in der Runde 9 von 27 hier auf Kyoto Yamagiwa und Miyabi sind. Christoph also auf der 7, Nafta sein Teamkollege auf der 8, da ist Windschatten noch ein bisschen am funktionieren, Dani auf der 9, CFC von SFRC auf der 10. Position, Don Lino auf der 11, Tobi auf der 12 und Pidi da ein weiteres Mal an der Boxengasse. Sehen wir das noch? Wieder Motorenschaden. Der zweite, Freunde, der zweite Motorenschaden für Pidi da. Ich habe es fast geahnt. Der Nino, moinsen, herzlich willkommen, mein Lieber. Pidi da hat sich den zweiten Motorenschaden eingefahren. Und er ist ein weiteres Mal an der Box gewesen, um die Aggregation reparieren lassen zu müssen. Ist das ärgerlich. Mann, so eine Kacke brauchst du wie ein Loch im Kopf, ey. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung, auch bezogen auf diese Strecke. Genau aus dem Grund ist bei mir damals der Wechsel von Trustmaster auf Fanatec entstanden. Weil ich hier das Fahrzeug im Renntrim verloren hatte. Und dabei lag es gar nicht am Equipment, sondern an mir selber. Aber okay, habe ich erst im Nachgang festgestellt. Pilz durch die Schikane gehämmert, sehr schön. Ganz sauber, ganz sauber. Schöne Linienwahl. Wirklich tolle Linienwahl von Pilz. Klar, ist natürlich jetzt sehr, sehr mittig über den Körb gehämmert. Muss nur aufpassen, dass er nicht Gefahr läuft, dass der Unterboden aufsetzt. Der Körb auf der linken Seite doch sehr, sehr hoch. Der erste innere Bereich ist leicht angeschrägt. Aber dann oben ist es eigentlich gerade. Gehen wir beim Inkiel beim Drittplatzierten mal on board. Bei Pidi Pasco, Entschuldigung. Wir haben gesehen, Minkiel ist vorbei. Innen vorbeigefahren am Porsche, an Pilz.
Auf der Bremse, Dominanz bewiesen vom Österreicher. Minkiel auf der Bremse. Hat er diese Position 1 verteidigen können? In diesen bergauf über die Kuppe rechts Streckenwechsel. Und Pilz muss sich gedulden. Jetzt ist die Frage, schafft es Pidi Pascu in Kombination vorne mit Minkiel, dass sie den Pilz einbremsen können? Oder ist jetzt einfach nur die Situation so, dass Minkiel sagt, okay, mit dem Sparen ist es vorbei, jetzt lasse ich den Hammer fallen, jetzt zeige ich meine Stärke, meine Performance, die ich in den Asphalt brennen kann und gehe vorbei an Pilz und gebe Pilz die Möglichkeit, dass er etwas Performance rausnehmen kann. Das wäre natürlich auch denkbar. Oder er sagt sich jetzt, ich muss vorbei, weil ich... Boah, ganz, ganz langer Powerslide nach dem Apex im Kurvenausgangsbereich vom Minkiel gezeigt. Oder dass er sich jetzt auf Teufel komm raus versucht abzusetzen vom Porsche. Der sitzt normalerweise im richtigen Autosit. 318 Ti BMW Cup. So wie Ei. Good evening, Daniel. Nice to see you again. How are you today? This evening? Neorox, moinsen, herzlich willkommen. Wunderschönen Abend. Diese Rundenzeiten sind einfach nur brutal. Nein, Pilz fährt da immer nur wieder raus. Er zeigt sich einfach nur immer wieder aus dem Heckbereich rausscherend hinter Minkiel. Großartig, großartiges Rennen am heutigen Abend. Ich bin begeistert. Ich bin hier wirklich, ich sitze hier und bin selber persönlich am Sabbern. Am liebsten würde ich mitfahren. Geht aber nicht, sonst fehlt euch die Stimme zum besagten Renntrim. Also, Minkiel, Führender auf der 1, Pilz auf der 2, Pidi Pascu auf der 3, 5 Sekunden dahinter, TK mit MP Midnight Crew auf der 5, Race King auf der 6, auch Race King lässt nicht locker. Und ihr seht's, Tankinhalt, da muss gleich der Boxenstopp kommen von Race King, von SFRT eingesetzter Dodge Viper. MP Midnight Crew kann auch eine Runde draußen bleiben. Eventuell funktioniert es auch da. Nein, er fährt rein. Race King ist in die Box eingefahren. Christoph kann natürlich noch ein Momentchen draußen bleiben. Knapp viertelsvoller Tank, das passt. Somit Christoph geht vorbei an TK, an Nafta, beziehungsweise an TK und an Race King. Nafta war hinter ihm gewesen. Sein Teamkollege, Dani der Schweizer, vorbei an den Kollegen, die gerade an der Box stehen. Somit Dani hier auf Position 6 von Delinquente Racers, eingesetztem Mercedes-AMG GT3. TK wieder zurück auf der Strecke, zeitgleich rausgefahren auf die Strecke, hier mit Race King. Also geht das Gebettel einfach direkt weiter. Fährst zusammen in die Box rein, fährst auch zusammen wieder auf die Strecke raus. Voller Tank bei TK, fast voller Tank bei Race King. Wo ist MP Midnight Crew? Nafta auf der 9. CFC auf der 10. Etwas mehr, ein Schlückchen mehr wie dreiviertels voll hat er mit an Bord genommen. Tobi etwas mehr wie halb voll. Der war in Runde 7 an der Box gewesen, der Tobi. Momentan auf Position 11, Pidi da auf der 12. Dahinter Don Lino. Sag mal, bin ich doof, wo ist denn der... Ah, hier, MP Midnight Crew, der ist ja draußen geblieben, ganz genau. Der muss jetzt gleich in die Boxengasse einfahren, am Ende dieser Runde. Sonst muss er seinen geliebten Aston Martin V8er schiebern. Mhm.
Wise Man, Moinsen, herzlich willkommen, mein Lieber. Richtig, im Vergleich, ja, das stimmt, Frozen, da bin ich voll und ganz bei dir. Im ersten Moment ist es optisch sehr, sehr schön gemacht. Man muss es halt einfach fahren. Ja? Es gibt einige, die sagen, oh, genial, und es gibt andere, die sagen, naja, ne, da, ist normal. Ja? Der eine so, der andere fährt es lieber, ist ja normal. So zum Stream, genial, definitiv. TK und Race King. Ganz kurz, lasst uns ganz kurz gucken. Pidi Pascu, 0,7 Sekunden davor. Pilz auf der 2. Pilz muss in die Box einfahren, genauso wie Minky. Pidi Pascu hat natürlich eine andere Taktik gezogen. Der hat da mehr Sprit an Bord gehabt, Freunde. Knapp viertelsvoll, der kann locker. Noch zwei, wenn nicht so, ja, doch zwei Runden kann auf jeden Fall fahren. Drei wird zu knapp. Christoph geht auf vorbei an Minky, an Pilz. Midnight Shoe auch eingefahren in die Boxengasse. Wann geht's für Minky und für Pilz weiter? Wir gucken bei Minky. Lollipop-Mann hebt das Schild hoch. Minky zurück auf der Strecke und ja, ihr seht, Pilz direkt hinten dran. Sehr schön. Danny im Hintergrund an der Box. Position 8. Delinquente Racer AMG. Nafta vorbei. Am Danny, Position 8 für ihn. Ah, ja, ganz kurzer Diskussionsbedarf hier mit MP Midnight Crew und mit Race King sowie TK. Gucken wir nochmal rein. Was war gewesen? Aus der Box ging's raus, geschlossen. Ah, Race King ist da ein bisschen weit gewesen. Deswegen hier innen der Versuch von MP Midnight Crew. Aber dann natürlich außenrum die Dodge Viper einfach und mit ihrer V8 Performance Ami-Leistung da vorbei gedrückt. Aston Martin, jetzt aber über die Innenseite. Rechts geht's rum. Vorteil, MP Midnight Crew über die Bremse. Kann er durchfahren. Links geht es weiter. Vorteil bleibt bei MP Midnight Crew. Kann aktuell Position 6 im ersten Moment bestätigen. Also, Pidi Pascu auf der 1. 11,4 Sekunden momentan sein Vorsprung vor P2. Vor, in dem Fall, dem Christoph, der sich definitiv gleich verabschieden muss. Ihr habt es gesehen, bei Pidi Pascu ist definitiv noch eine weitere Runde drin. Der kann noch ein Momentchen draußen bleiben. Christoph muss tanken. Minky auf der 3. Jetzt sehen wir auch die Differenzzeit zwischen P3 und P1. Nämlich das ungefähr 20 Sekunden Zeitfenster. Das wird nicht reichen für Pidi Pascu. Wir sind ungefähr auf Rennhalbzeitkurs unterwegs. Runde 13 von 27 ist am Laufen. Pi mal Daumen, ja, Frozen, Pi mal Daumen. Ich glaube nicht, dass die in Einstopp fahren. Das glaube ich nicht, das werden die Reifen mit Sicherheit auch nicht hergeben. Die Rundenzeiten brechen zu weit ein, wahrscheinlich. Christoph in der Box. Minkil und Pilz gehen vorbei. TK auf der 4. MP Midnight Crew auf der 5. Race King auf der 6. Der lässt sich immer noch nicht abschütteln. Ja, nein, und jetzt mit dem Fehler. Heckeinschlag bei der Dodge Viper bei SFRT. Nochmal reingeblendet. Was ist passiert? Relativ simpel erklärt. Auf der rechten Seite hat ihm da so ein bisschen was vom Grün das Genick gebrochen, beziehungsweise ist ihm jetzt das Heck gekommen. Ja, über dem Körb die Grasnarbe. Ganz leicht hat er sie berührt. Fahrzeug wird rumgezogen und auf der linken Seite geht's mit dem Henkel voll in die Bande hinein. Ihr seht's, Aufhängungsschaden hinten links und Heck sieht aus wie dreimal gegessen. Nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt ist die Frage, wie sehr ist die Dodge Viper mit dem Piloten Race King hier beeinträchtigt? Kann er das Thema trotzdem noch weiterfahren, sodass es einigermaßen passt? Oder muss er definitiv gleich reinfahren zum Reparieren, weil er hier von Nafta und von Christoph hinten dran auf der 7 und der 8 eventuell relativ zeitnah eingefangen werden könnte? Exactly, Daniel, exactly. Maybe the hitting was very straight.
der Box. Und ihr seht's, Nafta und Christoph sind dran. Die sind dran an Race King. Pidi Pascoe im Hintergrund, der Führende an der Box in diesem Moment. Wir gucken ganz kurz rüber zu Minkiel. Ich denke, hier bei Christoph und bei Nafta dauert es noch ein Momentchen. Ganz kurz rüber geswitcht. Minkiel und Pilz, die lassen nicht voneinander ab. Die gehen erstmal vorbei. Wann geht Pidi Pascoe? Pidi Pascoe kommt wieder rausgefahren, aber ihr seht es da im Vordergrund. Sind Minkiel und Pilz vorbei. Okay, wir gucken zu Race King. Ja, jetzt ist er überholt worden. Und er fährt im Hintergrund auch rein. Ja, Beste, was er machen kann. Replay schauen wir. Race King war auf der 6. Hat jetzt an welcher Situation, ach, der hat sich verbremst im Bereich der Schikane. Natürlich, jetzt hat er aber auch dementsprechend dann nach dem Verbremser die Kollegen vorbeigelassen. Heck ist wieder intakt. Position 8 für den SFRT-Piloten. Direkt vor dem AMG kam er zurück auf die Strecke vor dem Schweizer, dem Danny. Patrick, wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus an DMR. DMR abkürzt die Abkürzung für Don Mainardo Racing. Tommy, das muss ich mir später angucken. Da habe ich jetzt keinen Nerv. Lukas, wunderschönen guten Abend. Colbini, Grüße gehen raus. Schön, dich zu sehen, Digga. Schöne, schöne Zweikämpfe. Ganz ehrlich. Muss ich wirklich, wirklich absolut betonen am heutigen Abend. Und by the way, ihr seid absolut krank, was wir hier schon wieder abreißen. Wir sind aktuell 84 Zuschauer hier, das ist absolut heftig. Ein Riesendank geht da an euch raus. Bei mir aktualisiert sich das nicht so wie bei euch, Sid. Ich will nicht sagen, ich sehe nur die Hälfte, aber es ist ganz leicht versetzt. Das ist richtig, ja. Minkiel also auf der 1 in Führung vor Pilz. Aber was dieser Pilz, was dieser Devils-Pilot, dieser Porsche-Pilot hier abreißt. Absolut brutal. Das Debüt. Race am heutigen Abend hier, der Lauf 3 von 6 im Rahmen der EGTM Weekend Series im Bereich des Split A. Und der Kollege kommt wie der Pfarrer zur Kirche, wie man so schön sagt, macht sein Debütrennen hier, knallt vom Start weg, zeigt in den ersten zwei Runden erstmal seine Größe, seine Performance, seine Stärke den Kollegen. Und die Kollegen sind einfach nur ganz, ganz brutal im Überraschungsmoment. Susi, vielen, vielen Dank für den Fünfer. Kuss geht raus, danke dafür. Und ich glaube, dass im Nachgang noch einiges beratschlagt wird seitens der Teams der Midnight Crew, Fahrerdazugehörigkeit. Ihr kennt sie, Minkiel, Pidi Pascoe, Midnight Crew, also MP Midnight Crew und natürlich auch Pidi da, dass die sich da Gedanken machen müssen, wie zum Henker können wir den Kollegen Pilz einfangen. 3 Sekunden hinter Pilz, Pidi Pascoe auf der 3, der kann die Pace momentan nicht gehen, die Minkiel und Pilz in den Asphalt da vorne zaubern. Direkter Rundenzeitenvergleich. Pilz, letzte Runde eine 9,5 gefahren. Davor ebenfalls eine 9,5. Bei Minkiel war es die 9,7 und die 8. Also scheinbar Pilz doch etwas schneller wie Minkiel. Aber er fährt nicht vorbei. Er fährt nicht vorbei. Minkiel, gutes Reifenqualität. Merkmale zu sehen. Bei Pilz ein Ticken besser auf dem Porsche. Und ihr wisst selber, der Porsche ist, wenn du den überfährst, dann ist das eine Reifenfräsmaschine. Speziell natürlich auch in Kombination, wenn die Bremsverteilung, die Bremskraftverteilung da von Vorderachse zu Hinterachse nicht 100% stimmt, zu deinem Fahrstil passt, dann vernichtest du mit dem Aggregat unheimlich schnell die Reifen. Sieht aber absolut top aus, bei Pilz macht einen großartigen Job. Pidi Pascoe 3, TK von Devils, der Teamkollege von Pilz auf der 4. Auch das absolut brutale Performance seitens der Porsche-Piloten, seitens des Teams Devils Racing. MP Midnight Crew auf der 5, der hat momentan keinen Stress, der hat über 6 Sekunden Vorsprung. Der kann sich 120% nach vorne in Richtung TK orientieren und konzentrieren. Christoph auf der 6. Position. Immer noch sein Teamkollege hinten dran, der gerade in ganz kleinen Moment weit rausgegangen ist.
über diese Schikane auf der rechten Seite mal kurz aufs Grüne kam. Gott sei Dank nicht abgeflogen ist, hatte das Fahrzeug unter Kontrolle gebracht binnen Windeseile. Hat funktioniert. NAFTA auf der 7, Race King auf der 8. Eine Sekunde dahinter der Danny von Delinquent Racers auf der 9. 10 Sekunden Roundabout. Dahinter auf der Position 10 ist der Teamkollege von Race King. Das ist CFC in der Dodge Viper. 9,5 Sekunden dahinter Don Lino auf der 11. Tobi auf der 12. Auch er über 12 Sekunden der Rückstand auf Don Lino auf Position 11 gesehen und Pidi da dahinter auf Position 13. Der war gerade nochmal in der Boxengasse gewesen. Ich denke, dass da hoffentlich nicht. Wir probieren es mal. Vielleicht kriegen wir es rein. Nee, das kriegen wir nicht mehr rein. Das war zu weit weg. Ich hoffe, dass nicht ein weiterer Motorenschaden die Folge war. Wobei ich mir, wenn wir uns die Rundenzeit angucken, die 2:52, das ist schon heftig. Dann ist es vielleicht wirklich so, dass Pidi da einfach heute Abend einen absoluten Griff ins Klo gehabt hatte. Heißt also, wenn dem so sein sollte, dann mach einfach einen Haken dran, fokussier dich aufs nächste Rennen, das wird dann mit Sicherheit deutlich, deutlich besser. Colvini, das ist die Strecke Kyoto, Yamagiwa und Miyabi. Das ist eine reine virtuelle Strecke, die gibt es so im richtigen Leben überhaupt nicht. Ein reines Produkt von GTS, ist aber auch sehr, 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 sehr flott, definitiv. Schön, gell? Schön anzusehen, dass das Innere, das Cockpit des Porsche, des RSR Porsche, Porsche, so rum. Alles gut, Colvini, alles gut. So ein bisschen versuche ich auch immer den Chat da im Auge zu behalten, dass ich doch da die eine oder andere Frage vielleicht beantworten kann. Ist natürlich auch bei so einem Rennen relativ schwer, das wisst ihr selber. Und zur Not sind natürlich auch die ganzen Moderatoren da mit am Start im Chat. Die können euch da mit Sicherheit auch die eine oder andere Hilfestellung geben, das ist kein Problem. Danke für die Info, Shadowstorm, weil ich es gerade lese. Splitdora ist in Runde 18. Wir sind ebenfalls aktuell in Runde 18 unterwegs. Klassische Überholpunkte gibt es im ersten Moment weniger. Ich sag mal, was so ein bisschen, da kommen wir jetzt gleich drauf zu. Das hier unten rechts in der Kompression ist im Endeffekt, wenn du dicht genug dran bist, so eine prädestinierte Stelle auf der Bremse. Ganz links den grünen Streifen hat er berührt und er muss jetzt die Tür auflassen. Der Minkiel. Mann. Boah, Sitz. Boah, Digga. Danke, 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 Digga. Für 25 Tacken, mal lieber. Für den neuen 49er. Ja. Kommt da mal so ein... Ich hab da mal so vor ein paar Streams so ein Traum verlauten lassen. Ich hätte ganz gerne zwei 49er. Ihr kennt die 49er, die 49 Zoll QLED Samsung Curved Monitore. Ich hätte ganz gerne zwei nebeneinander an der Stelle, wo die drei jetzt sind, dass die zwei oben hängend bleiben können. Aber das ist alles ganz locker, alles easy. Dank dir, Sid. Danke dir nochmal vielmals. Sehr, sehr geiles Thema. Minkiel also jetzt auf Position 2. Er musste die Tür auflassen, weil er da ganz leicht auf der linken Seite auf die Grasnarbe kam. Und natürlich musst du die Bremse oder das Gas lupfen, wenn dir da im ersten Moment das Heck kommt. Und du hast Grasnarbenkontakt. Jetzt ist die Überlegung natürlich auch ganz, ganz naheliegend, ob Pilz diesen kleinen Fehler, diese Unachtsamkeit, die Minkiel passiert ist, die wirklich ganz, ganz mühbehaftet nur war, nutzen kann, um wegzufahren. Tendenziell ist er ein paar Zehntel schneller gewesen. Ihr seht es auch hier, 9-4-8-1 von Pilz. Durch den Fehler eine 10-2 nur von Minkiel, aber Minkiel natürlich auch einer, der überbrutalst viel Erfahrung hat und mitbringt hier in den EGTM-Style. Minkiel wird natürlich auch jetzt alles drauf und dran setzen, um die Lücke geschlossen zu halten, dran zu bleiben an Pilz, geschweige denn natürlich oder respektive natürlich auch den Druck auch wieder zu erhöhen auf den Porsche-Piloten, auf den Pilz von den Devils hier. Sehr geiles Thema. 2,5 Sekunden dahinter, Pidi Pascu auf der 3. Das waren schon mal 3 Sekunden, natürlich jetzt durch den Fehler
von Minkil paar Zehntel gefunden. Vom Drittplatzierten hier von Pidi Pasco Richtung seinem Teamkollegen Richtung Minkil. Dahinter TK auf der 4. 3,7 Sekunden hinter TK MP Midnight Crew auf der 5. 5,0 Sekunden dahinter Christoph von DOB auf der 6. Hinter ihm Nafta 2,7 Sekunden hinten dran auf der 7. Race King auf der 8. Dem fehlen momentan 7 Sekunden Richtung Nafta. Direkt hinten dran 0,6 Sekunden Roundabout ist Danny auf der 9. Habe ich da einen Heckschaden gesehen? Nein, passt. Danny auf der 9, der Schweizer. Eher ein sehr, sehr lockeres Polster nach hinten weg von über 12 Sekunden auf CFC, der auf Position 10 fährt. Der muss definitiv am Ende dieser Runde reinfahren zum Tanken. Ihr seht es unten links, die Tanko ist am Blinken. Tonino auf Position 11. Er wird also definitiv im ersten Momentum diese Position 10 erben von CFC, wenn dieser in die Box hineinfährt. Dafür ist der Differenz zu klein. Ihr seht, 11 Sekunden, das reicht never ever. Somit haben wir Tobi auf der 12 und dahinter Pili da auf der 13. Wo sind denn eigentlich meine ganzen Mods? Wo ist denn der Sven? Wo ist denn Susi? Seid ihr alle noch da? Weil ich gerade die ganzen Nachrichten hier selber freigeben muss. A few minutes ago. Write it. And the bot show the D-Split. Top 3 drivers. Wunderschönen Abend, Chris. Moin. Give me a second. Daniel, give me a second, I will look after the bot, the message. Oh, sitz. Alter, Digga. Und nochmal 25 Tacken. Kuss geht raus, danke dafür, mein Lieber. Okay, Daniel, did you mean this command? EGTM. Patrick, weil ich es jetzt erst lese. Sorry dafür. Wenn du noch da bist, gute Nacht, mein Lieber. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin jetzt auf Platz 1. Du bist immer auf Platz 1, Sid. So, und es ist wahrscheinlich so, wie ich es erwähnt hatte eben, Pilz kann sich absetzen. Pilz, schaut euch bitte mal die Reifen, respektive vorne rechts den Vorderreifen. Schaut euch diesen Vorderreifen vorne rechts an. Der ist richtig gut aufgestellt bei Pilz, beim Porsche. Und der ist richtig derbe abgefahren, im direkten Vergleich natürlich nur, bei Minkiel. Aber auf der anderen Seite, ihr wisst auch, das sind alles Hecktriebler. Da ist die Heckpartie bei Minkiel richtig gut aufgestellt. Hingegen bei Pilz ein Ticken schlechter. Aber trotzdem die Kombination. Ach, sind vielen, vielen Dank für 100 Bits, mein Lieber. Ganz genau, Chris, ganz genau. V8 im Hause von Aston Martin, abgekürzt AMR, wie es als solches heißt für Aston Martin Racing, ist hier noch nicht, hat noch nicht den Einzug erhalten hier in GTS. Ist immer noch die Aggregation ausgestattet mit dem klassischen V12. Blende ich hier kurz ein, du siehst das Aston Martin V12 Vantage. Das ist auch noch das andere Drehzahlband, das wir hören im Bereich des V12, dieser Hochdrehzahlmotor, großvolumig. Mittlerweile bei Aston Martin wird diese Konzeptionierung nicht mehr gefahren bzw. nicht mehr gebaut. So, im Hintergrund die letzten Stops werden absolviert. TK und MP Midnight Crew hier zu sehen. Wir haben es noch 7 Runden bei den Piloten TK und MP Midnight Crew. Sehr schön. Danny ist da auch reingekommen, der Schweizer. Schön zu sehen, wie die Crew hier am Arbeiten ist. Genau, heute sind keine Sounds an. Das ist korrekt. Im ersten Moment müsst ihr so ein bisschen mit den Motoren-Sounds und natürlich nur mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Aufgrund der Gegebenheit, aufgrund der Situation der aktuellen. Das sind wir den Kollegen einfach schuldig. Sid, vielen, vielen Dank für das gegiftete Abo an Shadow of Storm. Shadow of Storm, viel Erfolg, sei viel Spaß mit den Emoticons und natürlich willkommen im Club.
1,3 Sekunden Vorsprung von Pilz gegenüber Minkiel. Er kann sich weiterhin absetzen. So, beide müssen zeitgleich in die Box hinein. Jetzt wird definitiv nicht mehr gepokert. Jetzt geht's um die blanke Performance auf den... mit dem Fahrzeug in den Asphalt zu brennen. Pokern ist vorbei. Versteckspielen ist vorbei, Freunde. Jetzt heißt es wirklich, Fahrer, Fahrzeug, Kombination stimmt, muss passen. Strecke muss kombiniert werden. Es muss alles passen. Wir sind nur noch im Rahmen dieser letztverbleibenden 6 Runden unterwegs. Danach wird abgerechnet. Pidi Pascu auf der 3. Der kommt auch immer näher ran. Ihr seht, Pidi Pascu eine ganz andere Taktik gewählt. Aber auch Pidi Pascu muss seinen letzten Stop noch absolvieren, weil das bisschen, etwas mehr wie viertelsvoller Tankinhalt, reicht nicht aus für 6 Runden. Das reicht nicht. Christoph auf der 4. Der muss auch gleich reinfahren. TK war in der Box gewesen. Das reicht aus, was ihr seht. Knapp dreiviertels voll. Das reicht. So, Pilz macht den Anfang. Pilz und Minkiel beide in der Box hier. Pidi Pascu gefolgt. Wunderbar. Pidi Pascu ebenfalls rein. Ah, ja. Jede Wette, Pidi Pascu wird jetzt früher aus der Box rausfahren können. Eventuell wie Pilz. Wir gucken mal. Pilz. Pilz. Pidi Pascu. Ja, Pidi Pascu fährt vorbei an Pilz. Über die Boxenstrategie, Freunde. Pidi Pascu also momentan an der Spitze hier in Runde 22, übernimmt hier ein weiteres Mal die Führung. Sehr schön. Pilz auf der 2. Reifen auch gewechselt bei Pidi Pascu. Sehr schön. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Brandheiße Phase, Freunde. Die letztverbleibenden 5 Runden haben wir nur noch. Pilz 2, Minkiel 3, TK auf der 4. MP mit Natur auf der 5. Direkt hinten dran Christoph auf der 6. Position. Auch hier wird noch ordentlich diskutiert. Rund um Position 5. Nafta auf der 7. Dani auf der 8. Eine halbe Sekunde hinten dran Race King auf der 9. Auch hier besteht akuter Diskussionsbedarf zwischen dem Piloten Mercedes AMG und natürlich der Dodge Viper von SFRT eingesetzt. Der Teamkollege von Race King, CFC, auf Position 10. Der fährt momentan locker easy für sich unterwegs auf Kyoto Yamagiwa Miyabi. Pili da auf der 11. Oh, das reicht nicht. Pidi da muss nochmal tanken fahren. Don Lino 12, Tobi an der Box. Motorenschaden bei Hyundai. Scheibenkleister. Die linke Frontpartie ist komplett verballert. Da ist er eingeschlagen irgendwo. Und hat jetzt das havarierte Fahrzeug zurückgeschleppt, der Tobi. Jetzt wird die Aggregation repariert und es geht wieder raus. Position 13, aber erstmal leider Gottes safe. Hält seine Eltern gucken auch zu. Ja, die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Direkt von meiner Seite aus hier vom Moderator Bloody Rain. Machen wir ganz kurz mal die große Cam an, damit ihr das seht, was vor mir hier passiert. Der Chris ist aktuell im Split B auf der 3. Okay. Pidi Pascu, 2,6 Sekunden sein Vorsprung groß vor Pilz auf der 2. Der hat sich jetzt eine kleine Strafe eingefahren. 0,4 Sekunden. Vorsichtig behauptet ist es aber kein Thema. Das wird ihm nicht das Genick brechen, aber Minkiel macht sich da breit. Er möchte vorbei. Am Zweitplatzierten. TK auf der 4, Christoph auf der 5, 0,8 Sekunden hinten dran, MP Midnight Crew auf der 6. Der hat etwas schlechtere Reifen, ganz minimalistisch. Musst du aber kompensieren, Nafta auf der 7. Oh, Race King. Der ist doch schon mal hier in der Sektion fast abgeflogen, der Race King. Hat sich doch den Heckschaden eingefahren. Auch das wieder, eine ganz knappe Kiste gewesen. War er auf der 8? Nein, Race King war auf der 9. Hat also hinter dem Dani das Fahrzeug mal kurz, diese Dodge Viper kurz verloren. CFC, Pidi da auf der 11, Don Lino 12, Tobi auf 13. Okay, wir bleiben im ersten Moment hier gedanklich bei Minkiel und bei Pilz. Wir gehen sogar onboard rein in den Aston Martin V12, pilotiert vom Midnight Crew-Piloten von Minkiel. Ganz leicht angeklopft, das ist legitim. Es ist natürlich hier keine Geschichte rund um Stricken oder Häkeln. So ein bisschen, wo die Fahrer hier womöglich mit Wattebäuschen schmeißen. Nein, das ist nicht der Fall. Wir fahren hier ordentliches Racing, da geht's auch mal ordentlich zur Sache. Lackaustausch gehört dazu, das ist ein Standardprogramm.
Christoph vorbei an MP Midnight Crew. Ja, das stimmt. Oh, ist der da drüber geschmettert. Mit dem Essen. Habt ihr gesehen, wie hoch der links war? Kurzerhand, als er über den Körper geflogen kam. Der gute Minkiel. Rubbing is racing. Ja, so ungefähr. Das stimmt. Wobei das Rubbing nicht zu vergleichen ist mit dem sogenannten Wallgrinding, wie es auch ganz gern mal in der NASCAR gemacht wird, wenn es dumm läuft. Ne, mit dem Open Wheeler machst du es nicht. Angriffsversuch von Minkiel. Vorteil für Pils, es geht links rum. Oh, sehr schön gemacht. Schön gesehen, auch von Minkiel die Tür aufgelassen. Er hatte damit gerechnet, dass Pils durchziehen wird. Dass er einfach stehen lässt. Moment. Wahnsinn, wie Pils hier zumacht, die Innenseite. Kampflinienformat beim Porsche zu sehen. Das muss so, das muss so. Es gibt diese ungeschriebene Motorsportregel, in Anführungszeichen, die besagt, zweimal klopfst du an, beim dritten Mal fährst du vorbei, um dich zu zeigen, um dich einfach bemerkbar zu machen. Und du musst dich hier so gedulden, du kannst hier nicht früher ans Gas gehen, das funktioniert nicht. Heckpartie ist sehr, sehr leicht, wird ausgehebelt durch die Streckenkompression, durch die Streckengegebenheit. Du musst dich einfach gedulden, mit dem sauberen, vollen Rausbeschleunigen. Freunde, wir machen was anderes. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Heckansicht der alias Biertheke vom Porsche nach hinten weg auf Minkiel. Aussicht von Pils. Ja, es ist eine Setup-Frage. Du kannst es nur dann machen, wenn es dein Setup auch dementsprechend zulässt. Wenn es dein Setup nicht zulässt, ist es eigentlich fast egal, in welcher Simulation oder in welchem Simcade oder whatever du dich da bewegst. Wahnsinn! Wahnsinn! Und wieder ein weiter... Ah, jetzt ist er aber ein bisschen weit rausgekommen, der Pilz über die Innenseite, Minkiel. Oh. Schönes Gebettel. Ich habe noch nie erlebt, Freunde, ich habe noch nie erlebt, so lange wie ich Minkiel kenne, und ich kenne ihn verdammt nochmal richtig lange, den Minkiel, dass der, wie soll ich euch das sagen, dass dem die Hutschnur platzt, dass der eine gewisse Aggressivität in den Mann, also beziehungsweise an den Tag legt, dass der einfach auf, dass der die Brechstange, das habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Minkiel ist sowas von erfahren, der wird nicht auf Teufel komm raus hier am Pils vorbeiziehen und hämmern. What a battle! Exactly! Mega Zurück! Especially about the distance. The whole race. We got this action and we got these battles. Between these two pilots. Between Fußpilz and Minkiel. Das kommt natürlich auch noch hinzu, das stimmt, ja, ja. Nein, nein, nicht Ossi, Ösi, Österreicher.
Ja, das stimmt, Hockey Fighter, das ist richtig. Das ist richtig, der Sound ist so ein bisschen manko-behaftet, das stimmt. Da ist, gibt's andere Bereiche, die sind deutlich besser aufgestellt, das stimmt, das ist richtig. Das liegt auch nicht an dem, was bei euch ankommt, das ist einfach so von der Basis heraus, das ist richtig, das stimmt. Max Cash, vielen Dank für den Follower. Thanks for following, welcome to my stream. Good evening. Der kommt nicht vorbei, der Pilz macht jedes Mal an dieser Stelle die Innenseite zu, Blue Corona. Vorletzte Runde, Runde 26 von 27. Ich traue mich ja gar nicht wegzuschalten, aber ich muss ganz kurz mal. 4,3 Sekunden. Die schenken natürlich jetzt Pili Pasco hier den Sieg, weil die miteinander hinten dran beschäftigt sind. Pilz auf der 2, Minky 3, TK auf der 4, Christoph 5, Midnight Crew, MP Midnight Crew auf der 6, Nafta auf der 7, Dani auf der 8, Race King auf der 9, CFC auf der 10, Pilita auf der 11, Don Lino auf der 12, Tobi auf der 13. Wir bleiben vorne bei Minky und bei Pilz. Das ist absolut brutal, das müssen wir live sehen. Boah, geht der weit über die Wiese raus? Da gab es den ganz leichten Kontakt. Natürlich musst du die Lenkung aufmachen. Aber das ist jetzt vielleicht die Möglichkeit für Pilz, die Strafe abzubauen. Ihr seht, 0,4 Sekunden, lange, lange Zeit über sein Dach gestanden. Penalty ist geklärt. Und ihr wisst es alle, ihr müsst, die Strafe innerhalb der EGTM muss abgebaut werden vor Zielüberfahrt. Und genau diese Kombination ist jetzt in diesem Moment passiert. Pilz ist strafenfrei unterwegs. Minky, jetzt sag mir bitte nicht, dass es dich aus dem Tunnel gerissen hat, diese Situation. Komm, wieder ranfahren. Letzte Runde. Gleich eingeläutet von Pili Pasco. Jetzt in dem Moment geht über die Linie, beginnt die letzte Runde. Sekunden waren es. Bei Fehler von Minkil! Dammit! Das kenne ich nicht von dem. Das kenne ich einfach nicht von Minkil. Minkil verliert in der Zufahrt auf die SS bergauf, auf dem Curb, sein Heck. Oh Mann! Frontaleinschlag beim Aston Martin vom Österreicher von Minkil. Motorenschaden die Folge. Natürlich wird er sich jetzt versuchen zurückzuschleppen. Er muss natürlich nicht mehr in die Box, es ist die letzte Runde, ihr seht's. Ach du Scheibenkleister. El Soco Loco, thanks for this 200 Bits. Vielen, vielen Dank für die 200 Bits, mein Lieber. Ah, in der letzten Runde. Vielen Dank für den Follower. Thanks for following. Oh Mann, mir ist gerade nach Heulen zumute. Natürlich geht jetzt auch TK vorbei. Vorteil, ihr seht, der Porsche bläst da einfach vorbei, weil Minkin einfach aufgrund des Motorenschadens keine Performance mehr hat. Der fährt hier mit 180 km/h umher, steht voll auf dem Gas. Es kann nicht anders gehen. Scrappy. Thanks for following. Willkommen an Bord. Christoph auf der 5. Auch er wird vorbeigehen an Minky. Das ist noch zu weit. Minky kann sich da nicht erwehren. Er muss jetzt zusehen, wie er eine Position nach der anderen verliert. Ist das ärgerlich. Cola Erdbeere, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Christoph vorbei an Minkil. Wir gucken auf die nächste. Oh ne, Zieleinfahrt überhaupt. Pili Pasco gewinnt. Pilz wird Zweiter. Gratulation an Pili Pasco und natürlich auch an den Porsche. Tobi da über die Box rausgekommen, auf 13 abgewunken worden. TK wird natürlich hier Dritter werden durch die Havarie beim Österreicher. Sorry, bei Minkil. Christoph wird Vierter werden. Jawohl, hier ist TK im Bild. Da schwarz-weiß kariert. Auf der rechten Seite zu sehen. Sehr schön. Platz 3 für Devils. Christoph Vierter, DOB, Gratulation. Hier Minkil. Minkil schafft es also noch vorher. Midnight Crew, der hat aber auch gewartet. Also Minkil Fünfter, MP Midnight Crew. Die beiden MC-Fahrer auf 5 und 6 in die Ziellinie gekommen, übers Ziel gefahren. Nafta wird Siebter. Dani wird Achter von Delicante Racers. Race King wird Neunter. Auch hier die Dodge Viper in die Top 10 gepeitscht.
Genauso wie die zweite Dodge Viper. Pidi, da möchte da. Ach nee, Leute. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die sehen sich nicht. Die sehen sich nicht. Die sehen sich nicht, Freunde. CFC hat einen Motorenschaden, jetzt weil er eingeschlagen ist. Und Pidi da hat den nicht gesehen. Okay, das müssen wir mal kurz aufarbeiten. Also Pidi da auf der 10, das macht aber die Rennleitung im Nachgang. Das machen nicht wir hier jetzt. Don Lino auf der 11. CFC kommt jetzt über die Linie auf der 12. Die haben sich mit Sicherheit nicht gesehen. Johnny Stecino, vielen Dank für den Follow. Thanks for following. Welcome to my stream. Welcome to my channel. Tobi also auf der 13. Wir machen gleich nochmal das Rennergebnis hier in aller Ruhe für euch in zusammenhängender Form. Wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen warten, weil wir den Ben von MBR, den Piloten, den wir nicht gesehen haben, natürlich noch abwarten müssen. Nein, passt. Wunderbar. Switched um. Ist also beendet. Souls-Fan, super kommentiert, Herr Kommentator. Ja, vielen Dank. Das geht natürlich ab wie ein Bach ins Gesicht, wie ich immer so schön sage. Vielen Dank dafür. So, Rennergebnis. Wo ist es? Da oben. Also, Rennergebnis. Ihr seht, Speedy Pasco, der Sieger hier im Lauf 3 von 6 im Split-A-Bereich der EGTM Weekend Series. Speedy Pasco, der Sieger am heutigen Abend. Pils, der Renneinsteiger, der seinen Einstand heute gefeiert hat hier. Pils auf der 2, TK auf der 3, Christoph auf der 4, Minkil auf der 5. Motorenschaden in der letzten Runde, absolute Havarie. Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ist halt so passiert. Ist das Zeichen, dass er ein Mensch ist. Midnight Crew, der MP Midnight Crew auf der 6. Nafta auf der 7, Dani auf der 8, Race King 9, Pidi da auf 10, Don Lino auf 11, CFC auf 12 und Tobi von MB auf der 13. Wie gesagt, wo der Ben ist, werden wir nicht sehen aktuell, aber der Ben natürlich auch im Hintergrund da mit am Fahren gewesen. Und da gibt es dann natürlich auch die Auswertung im Nachgang über die übers Discord natürlich, beziehungsweise auch über die Internetpräsenz seitens der EGTM. Ja, ich darf mich von euch verabschieden. Thank you so much for your support this evening. It was awesome, absolutely awesome. Thank you so much for that. Vielen, vielen Dank für die Donations, für eure Unterstützung da, für die ganzen Follower natürlich auch und für die Bits, die gelaufen sind. Und allgemein, Kuss geht raus. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sind morgen live wieder im Triple-Format unterwegs. Wir starten morgen um roundabout 4:15 mit der SRG. Dann geht's um 6:45 weiter mit der EGTL, mit der Liga 1 und im Nachgang dann um 8:30 starten wir im Bereich der Angry Division Motorsport Liga, Liga 1 dort. Also, morgen ordentlich was geboten. Wenn ihr Zeit habt und wenn ihr möchtet, liebend gerne einschalten. Ansonsten sehen wir uns wieder am Montag. Da geht es dann weiter im Bereich der AWM, der Afterwork Racing Liga, der Champions Liga. Insofern alles gut. Dienstag haben wir Stream frei. Der einzigste Tag. Und dann knallen wir natürlich durch die nächsten 2 Wochen so ungefähr. Schade, gerade erst eingeschaltet, aber hat Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne, Max, bis zum nächsten Mal und euch allen eine gute Nacht. Wir sind raus. Danke, macht's gut. Tschüss.